herzlich willkommen zur Formel 1 Streamer-Weltmeisterschaft. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Ungewohntes Umfeld. Normalerweise sitze ich in so einem kleinen Keller und mache da ein paar FIFA-Videos und Streams. Heute haben wir uns mal ein mehr oder minder professionelles Studio hier zusammengeschustert. Und da natürlich für dieses wunderschöne Event, was wir heute dabei haben. Wir haben 18 Streamer, 2 Community-Teilnehmer, die am Ende um dicke Preise für sich selbst und auch für euch da draußen. Erstmal moin an den Chat, schön, dass ihr da seid. Die werden darum fahren. Wir haben insgesamt über 10.000 Euro an Preisgeld, dicke Gewinne für die Community. Und ich alleine reiche mit meinem spartanischen Formel-1-Wissen definitiv nicht aus. Deshalb habe ich hier 2 wunderschöne Gäste dabei. Als erstes natürlich. Schön, dass du wunderschön sagst zu uns. Ja, aber natürlich, natürlich. Sehr nett von dir. Wenn ihr beide neben mir sitzt, dann muss das doch sein. Sascha, du bist offizieller Formel-1-Kommentator bei Sky in Deutschland. Ich würde behaupten, du kennst dich ein bisschen mit dem Motorsport aus. Schön, dass du hier bist. Ja, danke schön. Danke für die Einladung. Viel Spaß, glaube ich, werden wir heute haben. Also vor allem erwarte ich mir tolle Unterhaltung, denn ich habe die letzten Wochen und Monate schon so ein bisschen geguckt, was ihr so macht und wie ihr übt und so. Also ich glaube, dass wir da die ein oder andere Szene dann auch haben, die wir gut analysieren können. Ihr seht, hier ist aber noch ein dritter Mann im Bunde und den möchte ich euch auch nicht außen vor lassen, denn das ist, würde ich sagen, wahrscheinlich mit die größte Streamer- und Content-Creator-Legende in der Formel-1-Szene in Deutschland. Das ist der gute Dave. Schön, dass du hier bist, mein Freund. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich bin jetzt schon seit, ich glaube, insgesamt 7 Jahren dann auch Content-Creator. Es hat mit vielen verschiedenen Spielen angefangen. Irgendwann war es dann nur noch F1 und auch andere Rennspiele. Und Formel 1 gucke ich im Prinzip auch schon seit Geburt an im Prinzip. Ich kann mich gar nicht erinnern, welches Rennen das erste war, das ich gesehen habe. Ich bin dann auch für diese heiklen Szenen tatsächlich auch da, die eventuell entstehen könnten, für die auch einige Leute sorgen könnten hier. Wir warten jetzt noch darauf, dass die Spieler in die Lobby joinen und dann geht's los ins Blitzqualifying. Wir sehen hier die ersten Autos, die starten und dann wollen wir mal schauen, wer in Melbourne hier zumindest im Blitzqualifying erstmal das Rennen machen wird. So, zur Erklärung, das Auto, das man immer sieht, momentan im Bild, das ist dann auch links zu erkennen. Das ist jetzt zum Beispiel Ellie mit dem Mercedes. Kann man an der linken Seite erkennen an der Aufreihung mit diesen weißen Pfeilen, die wir da haben. Oh, da hat sich der erste gedreht. Der erste Dreher, was ist da? Der nächste Dreher, was ist denn hier los? Das sieht gar nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. So, jetzt sehen wir die Zeiten. 1:23.6 von Massino. Also das ist einer aus der Community. Dann haben wir den McLaren momentan auf Position 2 in der Qualifikation. Und die Zeiten, diese 1:23er-Zeiten, die sind schon nicht so schlecht. Also Massino im Alpha Tauri, einer aus der Community, holt sich die erste Pole. Dann haben wir den McLaren auf Position 2. Dann Chris Kröger auf Position 3 im Aston Martin und Kaye auf Position 4. So, jetzt geht's los. Das ist die Startaufstellung. Vorne rechts haben wir Massino, links ist Jay und da geht der Start schon los. Hinten ist Dena, der sich da schon mal ausschert. Vorne jedenfalls Massino im Toro Rosso, der dort die Kurve weit nimmt und zumindest den Start schon mal für sich entscheiden kann. Jay ist Dritter, hat also eine Position verloren. Chris Kröger an Position 2. Wir haben Gelb im ersten Sektor, weil es dort offensichtlich ein Problem gab bei Dee Haan. Genau, der ist auf die 20 gerutscht, ist aber nicht raus. Das heißt, wir sind einigermaßen sauber durch die ersten Kurven gekommen. Und jetzt sehen wir gerade Jay, der sich hier die Position zurückholen möchte. Das ist sehr hartes Racing und er ist vorbei. Auf Rang 2, Christoph musste hier 2 Positionen gegenüber Kaye und Jay einbüßen. Es ist super spannend. Salzor mit einer Strafe. Dee Haan und Salzor, beide ja zusammen in einem Team. Da sieht es ein bisschen problematisch aus. Die beiden sind aktuell auf den letzten beiden Plätzen. Wir haben Gelb jetzt im dritten Sektor, können uns das vielleicht nachher dann nochmal angucken. Und da müssen schon einige an die Box, weil sie offensichtlich ja, Flügelschaden haben oder was auch immer. Zumindest mal ein paar Probleme. Und Team Haas bleibt draußen. Ihr wisst nicht, wie stolz ich auf Team Haas, auf die Teasys bin. Simon Teasy auf Position 10, Timo Teasy auf Position 12. Haas macht hier seinem eigentlich nicht so guten Ruf aus der letzten Formel 1-Saison, wo sie angeblich das schlechteste Auto hatten oder vermeintlich das schlechteste Auto haben. Die fahren hier auf Position 10 und 12 und machen das verdammt gut. Ja, bisher noch nicht irgendwie unangenehm aufgefallen. Es ist Runde 3, das heißt, ab jetzt ist auch das DRS
eingeschalten und wir sehen hier Max Malle, der jetzt hier Willi jagt, ist im Windschatten, kommt vorbei und will innen rein. Funktioniert das? Das funktioniert. Super, die Kurve bekommen, aber was für ein Konter von Willi! Ganz stark gewacht. Mercedes zieht an Red Bull vorbei. Super verteidigt. Ja, und nochmal sei es gesagt, wir spielen hier mit Vollschaden. Also das heißt, kurze Berührung und da geht schon mal ganz schnell ein Flügel fliegen. Und die sind immer noch nicht fertig mit ihrem Duell. Max Malle bleibt dran. Aber ab und zu müssen wir natürlich hin und her switchen. Deshalb verzeihen uns das. Da gibt es eine Kollision. Im richtigen Auto gewesen. Das ist vielleicht ein Fall für Dave, unseren Renndirektor. Was da schief lief, just in diesem Augenblick. Also das war schon eine etwas härtere Kollision, die es da gab mit dem Alpine. Ich weiß nicht, ob es Rohat war, der da eine abbekommen hat. Müssen wir nachher nochmal genau drauf gucken, ob es da noch eine Strafe gibt im Nachgang. Wir sind schon in der vorletzten Runde und sind on board. Jetzt im hinteren Teil des Feldes, im zweiten Williams, nachdem die Hahn raus ist, ist das Salzor. Genau, der arbeitet oder will sich zumindest nach vorne arbeiten, während ganz vorne, das muss man wirklich sagen, Marcinho sich richtig stark abgesetzt hat. Aber auch mit den Autos offensichtlich gut umgehen kann. Und da haben wir gerade ein richtig ein Überholmanöver gesehen von Dizzy Simão. Der dreht sich raus, er wollte zu viel. Simão, der so ein gutes Rennen gefahren ist, blubbert in die Wand. Der Flügel ist hin. Hat er sich jetzt auch ein paar Dinge abgefahren, glaube ich, in dem Moment. Jetzt gucken wir wieder in diesen Zweikampf, der so elektrisierend ist hier in Australien bei dem ersten Rennen unserer kleinen Formel 1 Streamer. Marcinho wurde überholt. Was ist denn hier los? Was ist denn da passiert? Was ist denn hier los? Marcinho steht und wird überholt. Und Elias ist draußen. Hat das was mit dem Mercedes von Eli Geller zu tun? So, da fehlt auch ein Teil vom Flügel vorne bei dem Alpine hier. Und dann können wir den Deckel drauf machen auf das erste Rennen in Australien. Was für ein starkes Event. Was für eine tolle Leistung, vor allem von Jay, der dran geblieben ist. Ich bin Fahrer des Tages. Super. Mein Account ist Fahrer des Tages. Ja, der Lob gilt vor allem Formula Lena, die deinen Namen da durch Australien trägt. Lena, gut gemacht. Richtig, super. Und Kaye im Ferrari, das sind die ersten drei, also das ist unser allererstes Podium, das wir hier feiern dürfen, alle zusammen. Genau, Rennen Nummer 1 ist damit durch, Australien 1 von 9 Rennen haben wir damit auch schon durch. Das geht immer viel schneller, als es ist schon ein Neuntel vorbei. Ja, und dann gehen wir gleich ins Rennen rein. 15 Sekunden sind's. Setups werden noch ausgewählt. Wir haben ja die Setups so reglementiert, dass man eben zwischen maximalen Abtrieb und der maximalen Spitzengeschwindigkeit auswählen kann. Wir haben jetzt keine individuellen Setups, um das Ganze ein bisschen ausgeglichener zu gestalten. In Baku ist es zum Beispiel empfehlenswert, sehr viel auf die Höchstgeschwindigkeit zu gehen, eben für die lange Gerade, wo man dann auch mit DRS und ERS sehr viel Meter machen kann. Und jetzt geht's los. Vorne links, das ist Maxi im Red Bull, der einen guten Start erwischt. Die Frage ist nur, der Weg bis zur ersten Kurve ist nicht so weit, er ist außen, weil es nämlich eine Linkskurve ist. Und genau das ist das Problem. Berührung, Berührung! Jay hat vorne am Flügel was abbekommen. Die Frage ist, wie viel Schaden hat er nehmen müssen? Jetzt innen rein, sticht er. Wieder eine Berührung, Jay ist raus. Da sehen wir ihn. Da gibt es einen riesigen Unfall! Da gibt es einen riesigen Unfall! Und das ist natürlich super für die da vorne. Wobei, es könnte das Safety Car rauskommen. Das ist die große Frage. Schau dir das mal an. Was ist denn da passiert? Team Haas fährt aber noch. Da ist ein Team Haas-Fahrer ohne Nase. Und der kriegt das Auto gewendet. Beide Haas haben den Crash überlebt. Ah, der eine mehr schlecht, der andere als recht. Wir sind vorne, die da durchgekommen sind. Smexi nur noch an Position 3. Und Marcinho war derjenige, der aus diesem ganzen Kuddelmuddel am besten rausgekommen ist und den Start natürlich auch toll hinbekam. Ja, die Führung übernommen hat. Absoluter Wahnsinn. Wir haben 5, jetzt sogar 6 DNFs. Da hat es gerade den nächsten erwischt. 6 DNFs, 7 DNFs sogar mittlerweile und 4 Strafen, die schon verhängt worden sind. Ja, Smexi, 2 Plätze verloren, ist ganz vorne gestartet vor Marcinho. Der ist aber dann direkt aggressiv reingestochen und hat sich einfach in der ersten Kurve breit gemacht. Die Ellenbogen rausgeholt, hat sie innen genommen, ist fair vorbeigegangen. Und eine Runde haben wir jetzt noch und das gibt einen Angriff von Kaye. Völlig zu erwarten, aus dem Windschatten raus. Kommt er da gut in der besseren Linie, innen rein, erste Kurve gut genommen. Wir haben gesehen aus der Tabelle hier rechts unten, dass die kaputten Autos, die hier standen, da sehen wir noch die ganzen Spuren, Gott sei Dank weg sind. So schnelle Streckenposten wie hier gibt es nirgendwo anders. Alle Teile weg, also das ist auch bemerkenswert. Sind in Runde 2, nach der Runde wird es
das DRS geben. Und das ist dann natürlich vor allem für die lange Gerade interessant. Ja, auf jeden Fall, weil das bringt dann schon noch ein paar km/h mehr. Oh, großer Fehler von Massinho, ist da angeschlagen. Das haben wir schön sehen können jetzt hier aus der Onboard. Und nochmal, Fehler von Massinho! In der Burg! Wie ich es angesprochen habe, diese enge Passage. Und was machen die zwei? Oh, das ist aber auch eher ein Rammstoß gewesen. Achtung, Achtung, da wird sofort die Rennleitung eingeschaltet werden. Hier haben wir jetzt nochmal DRS. Das ist jetzt vielleicht nochmal die Möglichkeit. Wir sind jetzt super dabei im Alpin, können da drüber schauen, über den Spiegel. Aber entscheidend ist natürlich auch, wann und wo überhole ich. Also, die lange Gerade, das ist der beste Moment, um das vielleicht zu machen. Und deswegen ist es vielleicht gar nicht so schlau, jetzt zu überholen, sondern zu warten, bis man dann auf der langen Geraden ist. Genau, das ist Community-Teilnehmer Nummer 2. Aktuell natürlich eine super Performance auf Platz 4 und 6, die beiden Community-Teilnehmer. Das sieht gar nicht mal so verkehrt aus. Team AlphaTauri sammelt weiter fleißig Punkte, auch wenn Massinho sich natürlich denken wird, ach komm, da bist du in der ersten Kurve vorbei und dann am Ende jetzt wahrscheinlich doch nur Rang 4. Kaye allerdings vorne hat es gleich geschafft. Es sind nur noch ein paar Meter für ihn und dann ist es das zweite Podium für ihn in seinem Ferrari und der erste Sieg am heutigen Abend. Kaye im Ferrari gewinnt in Baku. Das können wir jetzt mit Fug und Recht behaupten. Ganz klasse Leistung. Ja, Kaye auf der 1, Alpine mit Kuseng auf Nummer 2, Red Bull auf der 3. Und was ich so schön finde, es ist wirklich super zu sehen, dass wir kein total dominantes Team haben. Wir haben natürlich ein paar Teams, die besser performen. Wir haben auf der anderen Seite zum Beispiel die beiden Haas-Kollegen, die da wohl für den ein oder anderen Gesprächsstoff gesorgt haben. So, jeder braucht seinen Marzipin. Jeder braucht ihn. Wir gehen rein in Vamos. Rennen Nummer 3 und wir gehen nach Österreich, Heimrennen für Red Bull. Smexy, vielleicht kannst du es nochmal tun, vielleicht gehst du nochmal ganz vorne in die Startreihe und dann starten wir gleich rein. Ja, da sehen wir es, den Red Bull Ring, eine tolle Strecke, traditionsreich, schon in den 60er und 70er Jahren vor allem, ja immer Bestandteil in der Formel 1, seit ein paar Jahren wieder da, auch dank der vielen Umbauarbeiten, die es da gab. Eine super sichere Strecke. So, also Rennstart jetzt und wir sehen Massinho vorne rechts im AlphaTauri auf der Pole. Daneben Willi, super stark, viel Wheelspin allerdings und da hat er ein bisschen Zeit liegen lassen. Der Willi sehen wir auch sofort. Vorne jedenfalls Massinho, der sich da durchkämpft in die erste Kurve und außenrum geht es jetzt mit Chris Kröger im Aston Martin, der die gut genommen hat, die Kurve und jetzt Windschatten nehmen kann und oben am Berg, am höchsten Punkt der Strecke schon attackieren kann, wenn er sich gut positioniert. Hinten ein paar Schwierigkeiten. Wir sehen schon, Chris versucht es da sofort gegen Willi Hart zu fahren, aber auf den ersten Positionen keine Veränderung. Aber Smexy ist vorgefahren mit dem Red Bull auf Position 4. Ja, und alles sauber geblieben. Kein DNF stand jetzt in diesem Rennen. Also sieht verdammt gut aus. Haas auf 15 und 17, die Alphas auf 16 und 18. Vorne richtig gut dabei. Unter anderem Mercedes Eli Geller auf der 11. Willi auf der 2. Ich habe meine Pferde auf die beiden Jungs gesetzt und die performen hier richtig stark. Das wäre natürlich klasse, wenn die beiden hier in die Punkte fahren könnten. Probleme gibt es hingegen noch bei McLaren. 7 und 10, Dana und Jay. Bei mehreren Vergehen gibt es eine Strafe. Schon mal drauf achten. Ja, 2 Stops nach Runde 1. Oh, was ist denn da passiert? Heftiger Einschlag, heftiger Einschlag. Quer rüber ging's mit dem Alpine. Meine Güte, wie konnte denn das passieren? Ja, und jetzt hat natürlich auch hier das Team Aston Martin die Chance, mal ganz vorne mitzufahren. Christoph Kröger, eigentlich ein Fußball- und Football-Experte, kann jetzt hier auch mal ein bisschen mit Formel 1 Wissen und Können glänzen. Ist nur Berührung! Was macht er denn und da? Und das ist der zweite Aston Martin. Das ist Nico, der fährt hinten in den Red Bull von Max Malle rein. Ich weiß nicht, ob es einen Schaden gab. Von hier kann man nicht erkennen, ob der Flügel noch dran ist. So wie der reingerumst ist, müsste da einiges kaputt sein bei Nico. Jay ganz schön hinten am Heck, aber ich glaube, in der Kurve wird er es noch nicht versuchen. Nein, der versucht es jetzt hier gleich auf der Geraden. Beide wieder sehr weit draußen und Kaye jetzt im Windschatten von Jay. Zieht vorbei. Kommt Kaye vorbei, ist die Frage. Aktuell ist er vorne. Wie kommen beide in die Kurve? Kaye ist innen. Super gemacht von Jay! Dreht sich weg! Jay! Ah! Eigentlich clever, weit auszuholen, um dann innen reinzustechen. Aber da war er vielleicht auch zu sehr und zu früh auf dem Gas. Deswegen gab es den Dreher. Ich habe mir sagen lassen, ich sag's schon wieder unabsichtlich. Ich bin ruhig. Ja, die freuen sich über den Punkt. Ich hab's mir sagen lassen. Ich bin ruhig. Ja, Rennen Nummer 3 ist gleich durch. Die Hahn muss noch rein. Ja, mach den Counter hoch. Guck mal,
Ich sage zu der Regie, 5 Minuten Pause, damit die die Zwischenstände fertig machen. Die gönnen sich eine Minute und die Zwischenstände sind da. Clap und Liebe in den Chat für die Regie. Die macht das super. Das ist der aktuelle Punktestand und Community Team Alpha Tauri auf Rang 1 mit 65 Punkten vor Ferrari. Weil natürlich auch Massinio da so abgegangen ist. Ne? Super, wirklich. Mit insgesamt 65 Punkten jetzt. Formula Lena und Kaje mit Ferrari auf 2. Team Red Bull haben wir an 3. Und dann erst Team McLaren, wo wir eigentlich gedacht haben, Jay und Dena sind da in der Lage, ganz vorne zu landen. Da muss man dazu sagen, Dena ist ja normalerweise PC-Spieler, hatte wohl Probleme damit, sein Formel-1-Setup aufzubauen und eben für die Konsole fertig zu machen. Dementsprechend ist das trotzdem echt eine verdammt gute Leistung von Felix, dass der da trotz völlig ungewohntem Setup, ich meine, der Mann wird jetzt seit Jahren mit dem Lenkrad fahren, da mal eben den Controller rausholt und da trotzdem mit Jay zusammen auf Position 4 fährt. Überraschung, muss ich wirklich sagen, Rohat und Kuseng Team Alpine auf 5, super stark. Aston Martin erwarte ich noch ein bisschen mehr, da wird der ein oder andere Bremspunkt manchmal verpasst. Ist aktuell auf Rang 6 mit 24 Punkten, aber man sieht, und das finde ich persönlich wirklich klasse, es ist echt eng. Also wir haben vor allem unter den ersten 3, das sind 7 Punkte, das geht so schnell in der Formel 1. Wir haben es in der letzten Saison ja gesehen, zwischen Mercedes und Red Bull, zwischen Verstappen und Hamilton, wie das hin und her gewechselt ist. Dann war der eine vor und dann waren es da wieder 3-4 Punkte. 7 Punkte sind gar nichts. Vor allem mit 2 Fahrern und vor allem mit einem 25%-Rennen, was am Ende doppelt zählt. Ja, da sehen wir übrigens schon die Flügel, die da stehen. Die wissen genau, was passiert in der Garage. Der ein oder andere Flügel wird gewechselt werden. Also die sind schon in Bereitschaft. Ganz hinten, Team Haas hat sogar 2 Flügel rausgestellt. Ja, vielleicht ein Fake-Flügel dabei. Könnte wichtig werden. Es ist also in Monaco müssen die Flügel draußen stehen. Es sind 6 Sekunden, dann gehen wir rein in den großen Preis von Monte Carlo nach Monaco. Rennen Nummer 4 von insgesamt 9. Das heißt, nach dem Rennen haben wir, was die 5-Runden-Rennen angeht, Halbzeit. Aber jetzt geht's los. Kaje links, rechts ist Massinio. Wer erwischt den besten Start? Dann die Saint-Devote, die erste Kurve. Ganz gefährlich, ganz eng. Und auch das natürlich ein Nadelöhr, wo sie alle durch müssen. Sie sind sehr nervös. Massinio gewinnt den Start. Dann hat Jay Probleme und ist da schon quer. Da gab's die Berührung, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber Kaje ist durchgekommen und Massinio, die 2, die dort vorne um Platz 1 fighten. Da haben wir sie ums Kassel herum. Massinio, Kaje, dann eine Lücke, weil es da die Probleme gab bei Jay, der wieder ein bisschen in die Spur gefunden hat, offensichtlich. Alle Fahrer noch drin, das ist eine Weltpremiere für Formel 1. Ja, aber da fehlt was. Bereich. Da fehlt was, da gibt es eine Strafe auch unter anderem, aber Kurve 1 haben alle Fahrer überlebt und der erste draußen. Das ist Kuseng, wenn ich es richtig gesehen habe, im Alpine, der sich da abstellt. Das ist bitter, lag an Position 3, hatte da schon in Kurve 1 in der Saint-Devote die Berührung mit Jay, der allerdings auch, glaube ich, einen Schaden hat vorne am Flügel. Und Dena, also Felix von der Laden, ist 4. Der könnte der große Nutznießer sein, wenn der Teamkollege nachher zum Boxenstopp muss. Ich glaube nämlich, dass Jay sich einen neuen Flügel holen muss. Und aktuell haben wir von Calcio Berlin Nico in der Box. Wir haben Christian Community Teilnehmer in Box und Jay, der auf Position 14 zurückfällt. Und wieder gelb. Wir haben gelb auf Start und Ziel. Dort ist irgendwas passiert. Jetzt wieder grün, läuft wieder. Vorne jedenfalls Massinio hat seinen Vorsprung ein bisschen ausbauen können bei knapp 8 Zehntel momentan vor Kaje. Dann ist Dena, Felix von der Laden an 3, 13 Sekunden, 14 Sekunden Rückstand momentan. Aber dem traue ich alles zu. Doppelgelb jetzt in Sektor 1 und 2 am Übergang. Oh, und wir haben das nächste DNF. Calcio Berlin, Nico ist draußen. Wir haben gelb vor der Mirabeau, da knubbelt sich's. Wenn man rechts guckt, da sind ein paar, die da Schwierigkeiten haben offensichtlich. Das sind die 2 Alphas. Dena ist raus! Wo hat's denn den zerlegt? Unten beim Schwimmbad. Eieiei, das gehört bei Monaco leider irgendwo dazu. Mal schauen, ob wir hier vielleicht gleich noch das Auto sehen von Felix, was da irgendwo noch rumsteht. Aber es gibt zumindest wieder die grünen Flaggen. Das ist das Auto von Kaje im Ferrari, der dort die Position sich geholt hat, um attackieren zu können. Möglicherweise jetzt gegen Massinio. Kommen allerdings jetzt gleich in den Bereich, wo gelb ist, die 2. Das ist jetzt da unten nämlich. Achtung, in der Tabakkurve. Das ist die, die jetzt gleich kommen wird, hier links. Während Massinio abgekürzt hat, ist Kaje die ordnungsgemäß gefahren. Hier ist gelb. Achtung, das ist das Auto. Ich sag's doch, da ist gelb. Massinio ist raus und Kaje hat's geschafft. Kaje hat eine kaputte Nase, aber bleibt drin. Massinio verliert wichtige Punkte.
Aber ich hab's doch gesagt, wo ist denn der Renningenieur, wenn man den braucht? Unfassbar. Hätte ihm doch mal einer sagen können, dass da gelb ist. Und jetzt startet Lena den nächsten Angriff. Aktuell wären beide Ferraris auf dem Podium. Mhm. Dadurch, dass Massino rausgeflogen ist. Lena startet jetzt den Angriff auf Willi. Die sind ganz knapp hintereinander. Und jetzt könnte sie gleich vielleicht auf der Gerade von Start und Ziel einen Angriff wagen. Der hat das Auto, glaube ich, abstellen müssen da im Eck. Fakt ist vorne Kaje. Oh, da gab es eine Berührung! Eieieiei! Das war Lena, die allerdings jetzt auf 2 vorgekommen ist. Nee, da ist, gar nicht. Die ist immer noch auf 3. Gab es da ein Problem beim Überrunden? Ich hab's nicht richtig gesehen, aber da gab es eine Berührung und da setzt eine McLaren in die Bande. Und das ist Monaco, wie es leibt und leidet und lebt. Ich weiß es nicht. Ein Ferrari ohne Nase. Und der McLaren auch, das ist Jay. Innen jetzt gegen Salzor. Jay, der sich ja schon mal eine neue Nase hat holen müssen, schiebt da Lena an. Und das ist ein Fall für unseren Race Director, für Dave. Denn das war ein Foul. Hat die schön umgedreht, die Lena, der Jay, der jetzt auf 3 ist. Da bin ich gespannt, ob er diese Position dann auch nachher noch behalten wird. Red Bull auf 6 und 9. Aber Timo wird noch überholt von Chris. Trotzdem gibt es Punkte für Team Haas. Ja, einen haben sie ja schon. Jetzt also nochmal auf Platz 9 das Ganze. Vorne hat jedenfalls Kaje das hervorragend gemacht. Super Rennen von ihm, clean durchgekommen. Gewinnt, völlig verdient vor Willi im Mercedes. Dann Jay im McLaren, wo wir uns noch nicht ganz sicher sind, ob er diesen Platz behalten wird. Salzor 4., Lena 5, Max Mahle 6. Der hat ein bisschen was liegen lassen. Christoph Kröger an 7, Smexy 8er mit dem 2. Red Bull. Ja, wir kriegen hier tatsächlich die Info von unserer Rennleitung, der im Formel 1 Ableger des VAR, unser Dave, unser Michael Vasi in Person. 5 Sekunden Strafe für Jay. Das heißt, der wird seine Platzierung dort nicht behalten und zumindest eine verlieren, wenn ich das richtig gesehen habe. Willi auf 2, muss ich auch sagen, bis jetzt, der fährt wirklich gut. Das ist schon was, was wirklich haftend bleibt. Genauso wie jetzt hier der Überblick, Simon, auf unser Tableau. Ferrari hat die Führung ausgebaut. Definitiv. Und das nicht um nur ein paar Punkte, sondern 25 Punkte sind sie jetzt vor dem Team Red Bull, was nun auf Platz 2 liegt. Richtig Punkte eingebüßt hat natürlich jetzt das Team Alpha Tauri mit unseren beiden Community-Fahrern. Die sind auf Rang 3 zurückgefallen und das sind jetzt mal eben 29 Punkte Abstand zum Team Ferrari. Formula Lena und KMG, die machen das richtig stark. Gehen wir rein. In 26 Sekunden startet das Rennen Nummer 5. Bekanntermaßen ist es so, dass du hier möglicherweise von Platz 3 auch was machen kannst mit Windschatten. Also rein ins Rennen, Massino vorne links, dann haben wir Jay an Position 2 im McLaren, sind gut weggekommen, aber auch Kaje im Ferrari ist jetzt innen. Die große Frage, wie kommen sie durch die erste Kurve? Da gab es schon auch den einen oder anderen Crash in der Realität. Toll durchgefahren, einer fährt geradeaus, aber Fakt ist jedenfalls, dass wir vorne einen Startcrash haben. Eieieiei, riesiger Unfall und ich glaube, es gab tatsächlich aus irgendwelchen Gründen kein DNF. Aber da hat sich der ein oder andere gedreht. Es ist gelb in Sektor 1. TCC Mau ist draußen. Ja, ja, und vorne versuchen sie jetzt ihre Positionen zu halten. Hier haben wir Sinjo im Alpha Tauri an 1. Das ist die Onboard von Kaje im Ferrari. Der ist 3. momentan. Vorne ist Jay im McLaren. Und hinter Kaje mit der 36 im roten Ferrari, da haben wir Willi im Mercedes. Q-Seng ist durchgekommen im Alpine. Der ist 5. Und Lena an Startposition 7, glaube ich, ins Rennen gegangen, ist 6. Eli Geller in die Box, zusammen mit Salzor. Bei den beiden gab es wohl Probleme. Wahrscheinlich auch ein Oh, dreht sich raus! Es ist Q-Seng! Ich hab's gesagt! Das Problem bei ihm ist, dass er nicht konstant ist. Der ist auf eine Runde dann mal schnell, aber er kriegt's dann halt nicht nach Hause. Schade für den Alpine-Piloten. Lag aussichtsreich. Kajan 3, Willian 4 und Lena dadurch auf 5 vorgerückt. Also das ist wieder ein super Ergebnis von Ferrari in der Kombination mit Platz 3 und 5 aktuell. In den Richtungen bewegen wir uns ja. Eli Geller, der aus der Box draußen ist, fährt jetzt auf 15. Salzor auch ebenfalls in der Box gewesen. Der hat Q-Seng noch gar nicht überholt. Ui! DNF, der nice Aston Martin ist draußen. Oh. Und Christoph, der steht an einer ganz gefährlichen Stelle. Oh ja, ganz bitter im Höchstgeschwindigkeitsbereich bei Blachimont, also kurz vor der Blachimont. Nee, der ist super dran. Super bitter für Willi. Nee, er ist noch dran, aber er hat ein Problem, denn er hat nämlich jetzt Chris
im Alpha Tauri im Kreuz, der jetzt innen reinstechen will, aber Jay lässt ihn am Verstrecken ausgestreckten Alpha 100, aber ein tolles, ganz stark gemacht. Super Manöver von Chris. Felix, der dort Max Malle vor sich fahren sieht im Red Bull, und der Abstand ist jetzt nicht so, als dass er das nicht schaffen könnte. Da geht es um Platz 5 und damit auch um wertvolle Punkte für das McLaren-Team. Rausbeschleunigung bei Dehner ist deutlich besser als bei Max Malle, und jetzt ist entscheidend für Max, dass er da diese Kurve 1 hier gut trifft. Gleiches gilt natürlich auch. Oh, super Linie. Super Linie von Felix. Und jetzt kann er runterschießen. Merkt jetzt hier auch schon ein bisschen den Windschatten. Runter rein in die Eau Rouge. Dann merken sie die Kompression, wo sie schon so ein bisschen virtuell auch reindrücken. Ich merke es selber. Hoch da den Berg. Man sieht nur blau. Und dann hinter Max Malle im Windschatten die, ja, Camel straight hoch. Und er greift schon, der Windschatten, wie wir sehen können. Und jetzt gibt es das Überholmanöver. Volles Komp. Das wird er schaffen. Und zwar relativ problemlos. So ist es. Platz 5 für Felix von der Laden. Tolles Rennen. Max Malle 6. Und Jay ist noch nicht drin. Da ist das Auto auch nicht mehr so ganz heile. Der zweite McLaren. Jetzt ist er über den Strich. Ja, und auch die Hahn kann die Position. Oh, auch hier nimmt es eine Berührung. Eli und Tizi. Eieieiei. Oh, ganz hartes Racing, ganz hartes Racing, Jungs. Eli. Oh, Bus-Stop-Schikane. Also der Eli steht auf Körperkontakt offensichtlich. Das sah gar nicht gut aus, Eli. Na, ging um Platz 10, ein Punkt. Ja, das war wichtig. Der wollte den Punkt mitnehmen. Doppelpodium für Ferrari bis auf Abu sind alle im Ziel. Und ihr seht, jeder einzelne Punkt wird hier super umkämpft. Wir gucken parallel, Jungs, mal aufs Tableau momentan. Ferrari in Führung mit 128. Und was hattet ihr gesagt? Wie viele Punkte? Ihr habt sogar 25, ne, ja, Team Mercedes. Aber 20 fehlen da wegen der Kollision gerade. Ach so, ja gut, das ist richtig. Naja, mal gucken, was da noch passiert. Es gibt übrigens noch jemanden, der Strafe bekommen hat, nämlich Jay für sein Vergehen. Und das wird dich dann im Endeffekt auch freuen, Willi, auch wenn es keine Punkte gibt. Offensichtlich das, was da in der letzten Kurve passiert ist, was du da gerade gesagt hast. Also bitte für euch, zweimal in Kollisionen verwickelt. Zweimal gab es Strafen für die Gegner, aber hilft euch nicht weiter. Aber zeigt natürlich auch, da geht was bei Mercedes. Also Großbritannien, wirklich eine tolle Strecke, die ja viel Spaß macht, auch übrigens, wenn man dort vor Ort ist. Der Motorsport wird da super gelebt, das ist ein Mega-Happening, wenn denn Zuschauer zugelassen sind. Das war ja in diesem Jahr schon der Fall, aber auch ein bisschen schwierig, was die Sicherheitsvorkehrungen anbelangt, gerade mit dieser Corona-Thematik. Aber das ist schon mega, also das ist ein riesen Volksfest, eigentlich von Mittwoch bis Sonntag. Ja, also vorne links haben wir Dehner, rechts auf der Pole, das ist Kaye, und dann geht's los. Der erste Start jetzt hier in Silverstone, der funktioniert. Ja, funktioniert gut, aber Dehner kam gut weg. Könnte da gleich schon mal attackieren. Hinten im Windschatten möglicherweise aus der Kameraposition schwer zu sehen. Dehner an zwei und hinten rausgedreht. Auch das ist die Problematik hier an der Strecke. Man überschätzt sich da manchmal ein bisschen. Und mit dabei Marcinho, den hat es zerlegt. Und das ist bitter für ihn und für die Wertung, was die Gesamtwertung anbelangt. Kaye, dann Dehner, dann kommt Jay, Max Malle an 4, Lena hat ein Problem, nur 7. Ja, und Eli kann die Position 6 halten, Kaye hat die beiden McLaren hinter sich gelassen. Jay im zweiten McLaren und hier kracht's, das ist Lena! Lena fliegt raus und Maxi gerade noch so vorbeigekommen, da gab es die Kollision mit Dehner. Oh. Dehner macht da die Tür zu und Dehner ist raus! Dehner ist raus! Dehner an Daniel. Hinten, oh ja, jetzt hat sie die Möglichkeit, innen reinzugehen. Dehner kam zu weit raus. Rausbeschleunigen, Traktion ist jetzt gefragt. Jetzt vielleicht innen die Bahn zumachen, zu blockieren. Jetzt kommen wir zu der Stelle, wo Hamilton und Verstappen kollidierten. Jetzt hier gleich passiert es. Danach rechts der Kurve war es. Ähnliche Situation wie hier zwischen den beiden, zwischen Dehner und Lena. Sind sie cleverer, als es die zwei Superprofis waren? Sind sie? Lena vorne hat das gemacht, weil Dehner auch zurückgezogen hat und nicht voll dagegen gehalten hat, wie in der realen Formel 1 im vergangenen Sommer. Wir haben Gelb im Sektor 2 für einen kurzen Moment gehabt. Die Strafen purzeln jetzt, einige jetzt. Die ersten drei haben noch keine. Kaye an 1, dann Jay, dann Max Malle. Und wir sind jetzt bei
Elli an Position 14. Nur noch eine Sekunde zwischen Kaye und Jay, aber das reicht für Kaye. Kaye holt also Platz 1 im Ferrari, Jay an 2, dritter Max Malle. Und ja, Smexy hält momentan den Abstand, der ihn Platz 4 bringen würde. Die Frage ist, kommt Jeff vielleicht doch noch näher ran? Nee, Jeff, also in dem Fall Willi, ist nicht der Fall. Boah, ganz knapp, ganz knapp. Knapp 2 Zehntel haben gefehlt, die Zeit ist schon rausgerechnet worden. Und das ist... Hui. Jetzt will er es aber wissen. Von Marcinho, aber der kommt nochmal vorbei an Eli. Der kommt nochmal vorbei. Timo auf der 7, Simon auf der 10. Haas macht hier seinem Namen nicht alle Ehre. Nö, nö. So. Die fanden es richtig gut. Ja, vor allem guck, wen die alle hinter sich gelassen haben. Also da sind schon auch ein paar namhafte dabei gewesen. Das war's also, das Rennen in Silverstone in England. Ein Rennen, das wieder Spaß gemacht hat. Vorne vor allem mit einem sehr souverän fahrenden Ferrari. Und Willi, Fahrer des Tages, ganz hinten gestartet, auf die 5 dann noch gefahren, ganz knapp hinter Smexy auf der 4. Super Rennen von Willi. So, da haben wir Kaye, der gewinnt vor Jay und Max Malle. Smexy an 4, also die beiden Red Bull sehr weit vorne. Willi, wie gerade gesagt, 5. Lena wird 6. nach dem Dreher mit Die Hahn ein bisschen zurückgekommen. 7 dann Haas, Die Hahn 8. 9 der zweite Alpine und 10. der zweite Haas. So, jetzt geht's also rein ins Rennen. Sind nur noch ein paar Sekunden. Sie stehen schon auf der Startaufstellung. Bin gespannt, wie sie das jetzt lösen werden mit Kurve 1-2. Dave und ich haben ja gerade schon über die Problematik gesprochen, die es dort gibt. Also man hat doch relativ hohe Geschwindigkeit, bevor es da in diese erste Schikane geht. Und vielleicht hat ja der ein oder andere zugehört und nimmt sich den Tipp von Dave zu Herzen. Wenn es eng wird, einfach über die Wiese fahren. Dann gibt es keine Strafe. Also vorne rechts, das ist Maxi im Red Bull. Daneben Marcinho. Und dann geht's los. Der große Preis von Italien in Monza ist jetzt eröffnet. Guter Start von Smexy, aber Marcinho kommt gut weg auf der Innenbahn. Der wird als Erster in die Kurve biegen, das ist jetzt schon klar. Und dahinter hat sich schon Kaye in Position gebracht. Boah, drei Autos hintereinander. Zu dritt, Jungs, das geht nicht gut. Das geht nicht gut. Smexy verliert gleich 2 Positionen, aber sie sind trotzdem durchgekommen. Ein bisschen hakelig und rumpelig war es. Vorne jedenfalls Marcinho, dann Kaye, dann Smexy, dann kommt Willi, dahinter Dena. Und dann Cousin auf Platzposition 6. Und Lena 7. Willi auf der 4, Tisi Simao mit einer Strafe auf Position 12. Ich werde das Gefühl nicht los, der ist hinten wieder einem draufgefahren. Aber wir haben folgende Konstellation. Boah, Willi gerade vorbeigezogen an Chris. Richtig stark, Willi aktuell auf dem Podium. Oh, und da hat er ganz schön zu kämpfen momentan. Smexy und Carlos! Diane ist raus. Diane und Eli war da, glaube ich, auch irgendwie mit involviert, aber das war ein heftiger Abflug, den wir da gerade eben gesehen haben. Gott sei Dank ist es nur eine Simulation, da tut es nicht weh. Ja, ihn weggerammt hätte, den Smexy, den sehen wir jetzt onboard. Versucht er, Dena zu attackieren, hier geht's nicht, aber jetzt dann nachher muss kühlen Kopf bewahren, innen anbremsen jetzt möglicherweise. Oh, fährt ihm hinten drauf, aber es geht trotzdem gut für Dena, aber hat möglicherweise einen Schaden hinten am Diffusor. Vorne der Flügel von Smexy ist noch gut, das sind diese Lesmos, von denen ich vorhin gesprochen habe. Einmal hier und dann nochmal rechts und dann geht's auf dieses kleine DRS-Stück unter der Kurve, der Steilkurve hindurch. Da sind wir nämlich jetzt. Links ist übrigens der Golfplatz, wo die Italian Open gespielt werden, das European Golf Turnier. Glaube ich, eine ganz gute Strecke. Kaye, der dort jetzt sich zur Wehr setzt und Marcinho attackiert, super in den Windschatten jetzt geht und das wird jetzt eng. Achtung, wir erinnern uns an Hamilton und Verstappen, was passierte da im Sommer? Gibt es die Neuauflage jetzt virtuell zwischen Kaye und Marcinho? Marcinho holt sich keinen Windschatten, wundert mich ein bisschen, bleibt erstmal dahinter, aber vielleicht gibt es nachher nochmal die Attacke von ihm. Und vorne ist es super spannend, Marcinho, und jetzt saugt er sich an Kaye dran. Kaye hat aktuell die schnellste Rennrunde 1:22.9. Marcinho kommt aus dem Rennen. Jetzt haben wir die Verstappen und Hamilton-Situation. Wir haben sie. Aber sie haben die Kurve auch, die zwei. Marcinho und Kaye, Platz 1, Platz 2. Und Willi schaut sich alles an aus wirklich toller, exponierter Position dahinter und lauert, dass die zwei sich gegenseitig abschießen. Könnte passieren. Oh, und Kaye wieder vorbei. Super Konter von Kaye. Super stark. Und dann haben wir
wieder dieses Duell, wieder den Windschatten, wieder Marcinho, der versucht sich ranzusaugen an Kaye, der nicht zickzack fährt und den Windschatten zu brechen, innen bleibt und weiß, ich bin innen und ich gebe nicht auf, weil Marcinho es außen probieren muss. Jetzt sind wir onward bei ihr und das macht der super Marcinho mit einem klasse Manöver, weil auch Kaye mitgemacht hat. Weil er mitgemacht hat und den Platz gelassen hat. Und schau mal hinten dran, Willi. Anblasen und anfahren jetzt für ihn. Es geht in die Parabolika jetzt gleich. Und der saugt sich ran, aber er probiert es noch nicht. Er muss es jetzt probieren. Letzte Runde, letzte Chance. Marcinho fährt es nach Hause. Er wird es nach Hause fahren. Marcinho wird dieses Rennen gewinnen. Oder gibt es da vielleicht doch nochmal die Möglichkeit? Davon ist der Zielstrich. Nochmal die Möglichkeit vielleicht für Kaye. Nein, Marcinho gewinnt vor Kaye und Smexy. Was für ein Finish. Rennen Nummer 7 in Monza ist durch. Das beste Rennen bis jetzt. Also das Wahnsinn. War überragend. Marcinho, Kaye und auch Willi bis zur letzten Runde haben sich dann einen super Dreikampf geliefert. Wahnsinnsmanöver von Kaye und Marcinho dahinter. Willi auch immer dran geblieben. Hat auf die Chance gewartet und ist dann hinten raus ein bisschen gierig geworden. Aber super fair von beiden und was für ein Rennen, wirklich. Super. Endergebnis aus Monza. Marcinho gewinnt vor Kaye. Smexy an 3. Lena, Christopher Kröger, fast unbemerkt mit dem Aston Martin, auf Position 5 gefahren. Hat sich da so leise, still und heimlich so ein bisschen auf Platz 5 geschlängelt, ne? Gut gemacht. Und dann gehen wir rein in 15 Sekunden. Unser letztes, kann man Sprintrennen sagen bei 5 Runden? Ja, kann man durchaus. Kann man sagen. Smexy nur 9. Genau, Max Mahle an 7. Ich freue mich drauf. Der Rennstart wird jetzt wirklich großartig und gerade dieses erste Nadelöhrkurve 1-2 hat es in sich. Da werden sie wirklich, wirklich aufpassen müssen, wie sie mit diesen Momenten dann umgehen. So, also rein ins Rennen. Marcinho ist links und rechts haben wir Kaye. Dahinter lauert Jay. Und rein geht's ins letzte 5 Runden Rennen an diesem Abend. Kaye mit einem guten Start, aber Marcinho kam, glaube ich, besser weg, so ist es. Jetzt geht's allerdings rechts rum und da gibt's eine Berührung! Ich sag's doch, Kaye ist raus, ich sag's doch! Marcinho ist durch, da will ich mal wissen, was Dave nachher dazu sagt. Kaye ist erstmal raus. Marcinho, dann kommt Willi, dann kommt Jay, dann Chris im zweiten Alpha Tauri, der jetzt an Jay vorbeigefahren ist. Max Mahle an 5, Dena ist 6. Wir sind jetzt on board, ganz wild unterwegs. Uiuiui, da hat es einige erwischt. Und jetzt wird es eng. Kaye ist derjenige, der sich wieder vorgearbeitet hat. Und da die Berührung. Kaye ist komplett raus. Und das ist super spannend für das letzte Rennen in Brasilien, was ja doppelt zählen wird. Weil wenn Marcinho jetzt punktet, holt Alpha Tauri wahnsinnig viele Punkte. Ja, und vor allem Chris. Im Gegensatz. Chris ist 3. Chris ist auf der 3. Ja, ja, eben. Jetzt heißt es taktisch fahren für Alpha Tauri. Damit umzugehen, wie sie das dann auch lösen können. Und für Ferrari, Lena ist nur 8. momentan. Ja, Smexy geht in die Box, aktuell auf Position 11. Sah auch nicht so gut aus beim Start. Max Mahle und Marcinho jetzt mit der neuen schnellen Runde, die er da dreht, baut seinen Vorsprung weiter aus. Jay hat sich wieder gefangen, hat sich aus der Klammerung lösen können. Ja, jetzt 1,5 Sekunden Abstand zu Chris. Das ist Runde 3. Das heißt, DRS ist nun eingeschalten. Das heißt, nur noch mal zur Erklärung für die, die gerade frisch eingeschalten sind, nicht so in Formel 1 drin sind, wenn... Oh, der ist ihm draufgefahren, da ist ein Teil fliegen gegangen. Oh, vorne rechts Elias, beide Jeezy, Jungs. Das wird für Diskussionen sorgen. Ja, ja, vorne rechts ist was am Flügel weg. Da haben wir 3 nebeneinander. Jetzt wird es aber eng. Max Mahle, dann Willi und vorne noch Chris. Also super eng, die 3. Geht das gut? Und hinten lauert ein 4. Gute Linie von Willi, der jetzt drückt den einen raus. Alle 3 nebeneinander. Alle drei sind raus. Willi, Max und Chris sind alle raus. Ui, jetzt haben wir gleich einen Superstau hier. Achtung, aufgepasst. Und das war clever gemacht vom Haas, dazu verlangsamen. Und Nutznießer der ganzen Angelegenheit war Dena und auch Lena. Ah, das ist ganz, ganz knapp. Chris muss dagegen... Fährt er selbst gegen die Mauer. Wie konnte das passieren? Chris? Der Flügel ist kaputt von Chris und damit wird es wohl wieder keine Punkte geben für den Teampartner von Marcinho, der hier auch alles gibt. Aber Timo Tisi verteidigt hier wirklich sehr wacker den 7. Platz. Und jetzt auf der Gerade. Ja,
kommt Lena vorbei. Jetzt wird's eng, denn wir haben diese Kombination. Sie ist mutig, dort ist gleich die Boxenmauer auf der linken Seite, ist jetzt auf der Innenbahn, macht das super. Gibt's den Konter von Dena, der innen reinstechen will, rechtzeitig auf der Bremse. Millimeterarbeit. Ist aber gerade noch so kriegt das hin. Vorne Marcinho, 4 Sekunden vorne, wir springen zu Tizi Schubeck, schaut dir das mal an. Timo, ist dann ja. Max Malle vorbei? Ja. Timo von den Jeezys ist auf der 6? Ja, ja. Wie hat er vorhin gesagt, wir wollen nicht Letzter werden, jetzt ist er Sechster. Hier geht's aber ziemlich wild, Stichwort Track Limits. Und Lena ist an Dena vorbei. Ja, ja, aber die fahren Dena ist raus! Dena ist raus! Dena ist raus! Eieieiei, da wollte er zu viel. Wir sehen Timo von den Teasys auf Platz 5 und Eli auf der 7. Was passiert hier? Du hast völlig recht. Was bin ich sehend? Du hast völlig recht. Mhm. Und dann holt sich Marcinho den nächsten Rennsieg aus Jeddah auf der 1, Marcinho auf der 2, Jay von Beatsmeet. Und die Aston Martins sind das erste Mal auf dem Podium. Christoph auf der 3. Waren sie schon mal? Waren sie schon mal? Ja, waren sie schon mal. Wenn mich nicht alles täuscht, in Baku oder in Österreich, ganz am Anfang. Okay. Ja. Ganz stark von Timo. Und also Eli auf der 7, das sind zwei Anfänger, die, das ist wirklich Wahnsinn, wie gut hier gefahren sind. Wir wollen hier gutes, faires Racing haben und deshalb haben wir auch Team Haas dabei. Ja, und dann gehen wir gleich rein ins große Finale, Brasilien. Es regnet weiter. Es ist ja auch oft so, dass nach der Qualifikation das Wetter sich ändert. Ja, haben wir auch schon gehabt. Mhm. Haben wir auch schon gehabt, alles. Der Regen ist noch da und der kann natürlich jetzt im Verlauf dieser, was waren es, 19 Runden, mehr oder auch weniger werden. Und wie es aussieht, werden wohl alle mit Intermediates reingehen und wir fahren zumindest am Anfang. Das Regen, das Wetter kann sich natürlich auch noch von Regen auf leichten Regen, auf starken Regen, auf gar keinen Regen mehr ändern. Innerhalb von 18 Runden ist da alles möglich. Aber wir starten wohl auf jeden Fall mit Intermediates in Brasilien. Links-Rechts-Kombination, der Weg dorthin ist nicht so weit. Da sehen wir die Strategie, die man wählen muss. Guck mal, und es geht schon los mit dem Start. Es ging aber schnell, mein lieber Mann. Was ist das für eine Regie? Vorne jedenfalls Marcinho, der sich durchsetzen kann. Und Jay hat den Start so ein bisschen verhunzt. Und deswegen konnte sich jetzt da Kaye nach vorne schieben. Vorne also Marcinho, dann Kaye. Dann hat da einer ein bisschen abgekürzt, finde ich. Das ist Kyuseng gewesen im Alpine, der an Position 3 liegt. Wir haben Gelb im ersten Sektor. Da gab es offensichtlich eine Berührung. Sind aber alle noch am Weiterfahren. Ja, und Marcinho, super Start, schon über 1,4 Sekunden vor Kaye. Der konnte sich da einfach grandios absetzen. Ja, Chris sind wir da, der mit dem zweiten Alpha Tauri fährt. Da hat sich gerade einer rausgedreht. Oder habe ich mich da gerade getäuscht? Also ja, ich glaub, mir kam es gerade so vor, als hätte sich da einer gedreht. Ja, ich sehe es jetzt hier gerade auf dem Monitor nicht. Willi muss Position 5 verteidigen, während Max Malle gerade auf 6 fährt. Und Marcinho fährt die schnellste Rennrunde mit 1,17,9. Ja, der ist ein Regengott. Der ist ein Regengott. Und hier wird es eng. Meine Güte, was ist denn hier los? Da sind sie alle hintereinander und das riecht nach einem Unfall gleich in Kurve 1 im Senna S. So eng, wie die da jetzt auf die Kurve zuschießen und Safety wie schwierig die Bedingungen Safety sind. Virtuelles Safety Car. Oh ja, da ist ein gleich ein Unfall passiert, gerade eben mit Willi. Ja, mal schauen. Er, darf er wurde disqualifiziert. Er ist disqualifiziert worden, okay. Na gut, er rumpelt natürlich alle an jetzt momentan. Der hätte auch nicht seinen Frontflügel wechseln dürfen übrigens, während der Durchfahrtsstrafe. Ei, viele Dian kriegt auch eine Durchfahrtsstrafe, aber wie viele Strafen sind hier verhängt worden? Und da steht einer drauf. Ja, das ist das, Abu auch disqualifiziert. Jetzt ist das Rennen wieder freigegeben übrigens. Vorne Marcinho mit 4,3 Sekunden Vorsprung. Danach Kyuseng, dann haben wir Jay auf Position 3. Chris ist Vierter, 5 ist Max Mahle und wir sind bei Kaye, der sich nach vorne wieder gearbeitet hat, da haben wir ihn mit der 36. Dem traue ich einiges zu, dass er das aufholen kann, dass er die Lücke zufahren kann. Dafür müsste McLaren noch weiter nach vorne in Richtung Platz 1, 2, 3. Denn im letzten Rennen, wir haben es gesagt, zählen die Punkte doppelt. Eine schnellste Rennrunde und der erste Platz für Marcinho sind aktuell 52 Punkte wert. Und da gibt Gelb in Sektor 3 und der Haas wendet! Der Haas wendet! Die Simao wendet mitten auf der Strecke. Das war aber gefährlich, was er da gemacht hat gerade eben. Der Kaye, der pflügt sich hier durchs Feld und surft auf dem Wasser. Sehr gut, nächster heftiger Unfall. Und das war Jay und Kyuseng, den es wegdreht. Der lag an 2. Da tut sich jetzt eine ganz schöne Lücke auf.
Super, ne? So, Dena ist vorbei. Dahinter ist Max Malle. Cousin geht in die Box. Muss er auch. Ja, und jetzt sind wir gerade bei Salzor im Cockpit, der sich hier hinten an Lena dranhängt. Da sind ganz viele Fahrer, 5 Autos wirklich ganz nah beieinander hier bei Start und Ziel. Und es gibt auch die Attacke. Salzor ist vorbei. Faires Manöver gegen Lena. So, jetzt ist das Safety Car weg und dann geht's los. Vorne Marcinho, der das Tempo diktiert. Jetzt muss sich der Haas bitte raushalten. Tut er hoffentlich auch. Jay ist dahinter. Der hat das nicht gut gemacht beim Restart, finde ich. Hat eine viel zu große Lücke gelassen und deswegen ist da vorne jetzt Marcinho. Dann kommt Jay. Der hätte eigentlich noch ein bisschen Windschatten sich holen können beim Haas. Hat er nicht gemacht. Marcinho ist vorne und wir sind jetzt on board bei Salzor, der auf Position 7 ist. Kaye ist davor. Der Haas hält sich raus und dann gibt's die Kombolage. Das war abzusehen, aber nicht so viel passiert, Gott sei Dank. Zum Glück nichts passiert, was jetzt wirklich groß schlimm gewesen wäre. Wir haben Kaye als Sechsten und wir haben die beiden McLaren, die das Potenzial haben, beide aufs Podium zu fahren. Auch wenn jetzt momentan Chris vorne ist, aber klasse Konter von Dena, hat das super gemacht. Jetzt kommt allerdings Chris, der das toll gemacht hat, weil er nämlich gewartet hat. Und er dreht sich raus, er ist raus! Alpha Tauri ist raus! Nein, der kann noch fahren. Ja, aber er ist trotzdem raus. Das Auto ist kaputt, Safety Car. Aber das Auto fährt noch. Neues Safety Car nach dem virtuellen Safety Car, nach dem ersten Safety Car gibt es das zweite Safety Car. Und irgendwie, frag mich nicht wie, das Auto fährt noch. Er kann sich zumindest noch mal über die Box rennen. Und das gibt jetzt ein super spannendes Finale, weil jetzt ist auf einmal wieder McLaren in der Verlosung drin. Ja. 3 Runden noch. Ah, es ist super spannend. Marcinho versucht jetzt hier natürlich irgendwie einen Abstand auf Jay rauszufahren, aber Jay, der fährt um sein Leben. Dahinter Dena weiß auch, okay, hinter mir Max Malle und Kaye, die haben auch beide eine Strafe. Das heißt, ich muss mir jetzt erstmal über das, was hinter mir passiert, es sei denn, Cousin macht irgendwie einen riesigen Schritt, erstmal keine Gedanken machen. Aber was jetzt McLaren da gemacht hat in den letzten Rennen, das war auch mega gut. Die hatten ein paar Probleme ganz zu Beginn, lag wahrscheinlich auch daran, dass Dena am Anfang mit dem Controller gefahren ist und nicht mit dem Lenkrad normalerweise. Hat man deutlich gesehen, die Leistungssteigerung. Und da gibt es die Nächsten, die sich rausgekegelt haben, da auf der linken Seite. Das ist... Oh, einige Autos. Kyuseng war's und Maxi. Und das hilft jetzt Ferrari und Lena, die auf 7 vorgefahren ist. Salzor ist drauf. 3 DNFs! 3 DNFs! Und Chris ist in den Punkten auf Rang 9. Die beiden McLaren machen einen 1-2-Finish. Danach schaut es momentan nicht aus, denn er hat nicht mehr allzu viel zu fahren. Marcinho ist schon in der letzten Kurve. Da heißt es nur noch den Berg hoch. Rechts am Monitor könnt ihr sehen. Dort ist ganz deutlich zu sehen, wie es da den Berg hoch geht. Jetzt sind wir auch beim Sieger. Wir sind bei Marcinho, der die letzten Meter hat. Marcinho wird das schaffen. Die letzten Meter für Marcinho in seinem Alpha Tauri. Marcinho gewinnt das Rennen in Sao Paulo. Und das richtig stark. Jay von Pitsmeet wird Zweiter. Und danach auf Position 3 der zweite McLaren mit Dena. Und da ist es noch lange nicht rum, dass wir hier sehen. Tolles Duell, fast ein Fotofinish. Max Malle. Billy ist auf dem Podium, weil Dena seine Zeitstrafe nicht abgesessen hat. Kein Doppelpodium für die McLaren und damit steht der Sieger fest. Es ist das Team Ferrari, auch wenn McLaren alles gegeben hat, sollte das normalerweise auch bei doppelter Punktzahl gereicht haben. Wir schauen jetzt erstmal die Siegerehrung an. Da steht da, Marcinho wieder mal auf der 1. Ich glaube, das kann man wirklich neidlos anerkennen. Der konstanteste und beste Fahrer des Turniers. Überragend. Definitiv. Super gefahren. Tolles Turnier. Wirklich kaum Fehler gemacht. 2, 3 gab es kleinere, aber ich meine, wir haben ja darüber gesprochen, es ist ja alles andere als einfach, die ganze Zeit die Konzentration hochzuhalten. Definitiv. Ja, also man hat es bei Cousin. Cousin ist das beste Beispiel. Ja. Der ist auch super Zeiten gefahren und hat dann aber leider häufig Momente gehabt, wo es dann eben doch die 1-2% haben dann doch gefehlt. Löwe in der Quali, Maus im Rennen. Das ist leider tatsächlich ziemlich treffend für ihn. Ja, und da sind wir. Es wird Zeit, die Top 3 zu küren. Bevor wir das tun, möchten wir uns, glaube ich, auch, ich spreche mal mit in deinem Namen, nochmal bei allen Teilnehmern bedanken. Wir haben, finde ich zumindest, ein super Event gehabt mit wahnsinnig verrückten Aktionen, mit super Überholmanövern. Es war alles dabei, egal ob es in 5-Runden-Rennen waren oder jetzt das regnerische Finish in Brasilien. Deshalb danke an jeden, der dabei war von den Teilnehmern. Wirklich Wahnsinn. Ich habe es ja selber auch gemerkt.
da waren welche dabei, die haben vor 4-5 Wochen das letzte Mal das Spiel vor 2 Jahren gespielt und die haben wirklich geackert und sich auf das Event vorbereitet. Und ich finde, das hat wirklich Früchte getragen. Also da waren wirklich richtig starke Manöver dabei. Über die Top 3 unterhalten wir uns gleich natürlich nochmal ausführlich. Ja, großartig. Also mir hat es auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich finde auch, dass es sehr fair ging. Wir dürfen nicht vergessen, es war 100% Schaden. Ich kann mich daran erinnern an so manches Event, das von der Formel 1 organisiert wurde, wo reale Fahrer angetreten sind. Da war der Schaden eben nicht eingestellt und das fand ich teilweise ein bisschen blöd, bin ich ganz ehrlich. Deswegen fand ich das jetzt super, dass das mit Schaden stattgefunden hat und dass man halt auch gemerkt hat, wenn man Fehler macht, sofort. Ja, definitiv, das Feedback war direkt da und wir können euch jetzt auf dem Monitor hinter mir, habe ich mir sagen lassen, einmal das finale Rally zeigen und schau dir das an, wie knapp das war. Team McLaren, 10 Punkte vom Team AlphaTauri. Ja, das war eine super enge Kiste und schade für AlphaTauri, die über weite Strecken ja wirklich super Job gemacht haben. Chris wird sich wahrscheinlich ganz schön ärgern, weil das gerade jetzt in Brasilien nicht so gut lief, da hat er ein bisschen Pech gehabt, aber ja, tolle Steigerung auch von McLaren, Felix von der Laden dann auch zurückkam. Ne? Am Anfang war es ja eigentlich eher ein Ein-Mann-Team. Auf jeden Fall, also auch eine, wie Dave es gerade schon gesagt hat, eine super Comeback-Story auch. Toll, dass du dabei warst, Dave, auch toll, dass du dabei warst als Race Director. Wir haben es gerade schon gesagt. Es hat super Spaß gemacht. Ich würde sagen, wir sind raus und geben rüber in die Regie beziehungsweise lassen den Stream dann jetzt ausgehen. Danke, dass ihr so lange mit dabei wart. Und ja, toll, dass ihr das so unterstützt habt. Ich bin raus, wenn ihr noch was sagen wollt. Danke. Vielen Dank an alle. Danke. In dem Sinne, wir sind raus. Herzen in den Chat spammen. Ja. Ciao, ciao. Ciao.